Und subhanallah, es gibt eine schöne Regel. Erstens aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ihr kennt den Hadith besser als ich. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Der Mensch ist auf der Religion seines engen Freundes, seines besten Freundes oder seiner besten Freundin. So soll jeder von euch schauen, wen er sich zum engen Freund nimmt. Der Mensch ist so der Mann, über den du fragen möchtest, herausfinden möchtest, wer er ist, wie er wirklich ist. Denn jeder zeigt sich von seiner Schokoladenseite. Jeder zeigt sich von seiner besten Seite. Wie ist er wirklich? Das sagt er, dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jeder von euch hat die Religion seines besten Freundes. Jeder von euch soll schauen, wen er sich zum besten Freund nimmt. Ein weiser Spruch, den ihr auch kennt. Und subhanallah, den gibt es natürlich auch auf Arabisch. قُلْ لِمَنْ تُصَاحِبْ أَقُولُ لَكَ مَنْ أَنْتَ. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Sind deine Freunde, aufpassen, von einer Sekte, die über die Gelehrten lästern und es für Ibadah halten? Sind deine Freunde Leute, die alle aus dem Islam ausschließen? Und nur diese Gruppe ist die gerettete Gruppe, Al-Firqa al-Najiyah. Erzähl mir nicht mehr über dich. Ich brauche nicht mehr zu wissen. Such dir ein anderes Opfer. Wie sind seine Freunde? Dann weißt du, wie er ist. Sehr wahrscheinlich. Das ist ein, auf Arabisch genannt, Qarina, ein Indiz. Man kann sehen, wer das ist. Und dann, in den meisten Fällen, hast du schon die Entscheidung. Soll er meine Schwester, meine Mutter, meine Tochter heiraten? Das weißt du meistens schon, nachdem du diese Regeln befolgst. Möge Allah uns Wissen geben und das Handeln danach. Amen. Ja,